Hallo liebe Modellbahnfreunde, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einem neuen Loktest. Heute haben wir uns ein ganz besonderes Modell ausgesucht mit dem Namen Gravita. Es ist eine Güterzug- und Streckenlokomotive und das in Spurweite N, was die N-Bahner sehr freuen wird. Die Gravita wurde als erster Prototyp auf der InnoTrans 2008 vorgestellt. Und dieser Prototyp muss die Deutsche Bahn auch sehr überzeugt haben, denn bereits am 11. Juli 2008 bestellte sie 130 Lokomotiven der Variante 10BB als Rangierlokomotiven. Die Deutsche Bahn führt die Gravita 10BB unter der Baureihenbezeichnung 260 und 261. Sie ist die modernste Diesellok ihrer Art und ein echter Hingucker. Signalrot, besonders umweltfreundlich und mit ihren 80 Tonnen ein Schwergewicht. Die neue Rangierlok Gravita Typ 10BB, der Baureihe 261 von DB Schenker Rail. Die Deutsche Bahn wird bis 2013 nacheinander 130 Fahrzeuge in Betrieb nehmen. Die neue Baureihe wird mit einem 8-Zylinder-Motor der Serie 4000 von MTU ausgestattet. Außerdem sind die Zugsicherungsanlage PZB90 und eine Funkfernsteuerung eingebaut sowie eine automatische Rangierkupplung installiert. Die Gravita der Baureihe 261 erfüllte mit dem MTU-Motor und dem eingebauten Partikelfilter bezüglich der Partikelfilteremissionen die zweite Stufe der strengen EU-Abgasnormen, bereits vor deren Inkrafttreten. Die Lok ist eine echte Innovation, entwickelt und konzipiert von Voith. Das Voith-Turbo-Lokomotivwerk in Kiel, hoch oben im Norden. Mehr als 300 Fachkräfte arbeiten im Zweischichtdienst 5 Tage die Woche. Die gesamte Montage der 80 Tonnen schweren und bis zu 100 Stundenkilometer schnellen Gravita 10BB findet hier statt. Besondere Kennzeichen, ihr Mittelführerhaus und die niedrigen Aufbauten für optimale Rundumsicht sowie ihr extrem robuster Lokrahmen. Der Rangierbahnhof Maschen bei Hamburg, das Schienendrehkreuz für Nordeuropa. Das erste Einsatzgebiet der neuen DB-Lok. Zunächst 15 Gravitas ersetzen hier die alten Baureihen 291 und 295. Und sie bewähren sich. Die Gravita ist für den mittelschweren Rangierdienst konzipiert. Die Lokomotiven entsprechen auch den neuesten Arbeits- und Lärmschutzanforderungen und sie sind zugleich zuverlässiger, wartungsärmer und damit wirtschaftlicher. Bis 2013 verlässt jede Woche eine Gravita das Werk in Kiel. Die insgesamt 130 neuen Lokomotiven sollen im gesamten Bundesgebiet zum Einsatz kommen. Nun zum Modell. Die Gravita Lok 10BB kommt in der üblichen Brava-Verpackung daher mit Schuber, ist auch sehr ordentlich verpackt, mit einer Klarsicht oder einer festen Klarsichtschatulle sehr sicher verpackt, dass diesem feinen Modell nichts passiert. Die Zurüstteile sind vorhanden, ebenfalls in dieser Verpackung enthalten und gleichzeitig, wie bei Brava üblich, ausführliche Bedienungsanleitungen einschließlich Ersatzteilkatalog. Was sehr schlecht gemacht worden ist von den Brava-Leuten, der Aufdruck der technischen Beschreibung der Lok auf dem Schuber. Er ist viel zu klein geraten und kann eigentlich nur noch mit einer Lupe gesehen werden. Die Ausstattung der Lok, Baureihenbezeichnung, hatten wir vorhin schon gesagt, ist die 260-261, Spurweite Baugröße N und die Länge des Modells über Puffer beträgt 98,2 mm. Die Soundversion digital mit Multiprotokolldecoder, DCC und SX-Format. In der Analogversion wichtig zu wissen ist, wer ein solches Modell kauft, ein nachträgliches Umrüsten auf Sound ist dann nicht vorgesehen. Zum Material. Das Fahrwerk besteht aus Zinkdruckguss. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Kunststoff und die Griffstangen, die an dem Fahrzeug angebracht sind, ist ein, sage ich mal, gewisser Materialmix zwischen Kunststoff und Metall.
fein gravierte Lüftergitter, vorbildgerechte Detaillierung und scharfe Gravuren, feinste Lackierung und Bedruckung, der Antrieb erfolgt über eine Schnecke mit Stirnradgetriebe. Angetrieben sind alle vier Achsen. Das Modell besitzt außerdem zwei Haftreifen und die Stromabnahme erfolgt über alle Räder. Das Fahrwerk besitzt eine Dreipunktaufhängung. Die Radprofile des Modells sind nach NEM-Norm ausgeführt. Der Spurkranz beträgt 0,9 mm. Die Kupplung ist in einem Normschacht nach NEM ausgeführt, ist ausgerüstet mit einer Kurzkupplungskinematik und der Mindestradius, den dieses Modell befahren kann, beträgt 192 mm. Das Analogmodell ist bereits vorgerüstet mit einer Schnittstelle nach NEM 651 für die Digitalnachrüstung. Bei der Soundversion ist der Decoder auf der Lokplatine bereits integriert. Als nächsten Test, dem Zugkrafttest, auf unserer altbekannten Strecke. Wir hängen wieder entsprechende Gewichte an die Lok und versuchen nun, die dann auch stetig zu erhöhen, bis die Maschine an ihre Grenzlast kommt. Wir fangen an mit einem Gewicht von 10 Gramm. Mit dem angehängten Gewicht von 10 Gramm hat die Gravita keine Probleme. So, jetzt kommt die spannende Frage. Wir haben das Zuggewicht auf 14 Gramm erhöht. Werden wir mal schauen, ob die 14 Gramm bewältigt werden. Wir sehen, die 14 Gramm wurden relativ problemlos gezogen, aber die Maschine hatte schon einen kleinen Hang zum Schleudern. Wäre also jetzt interessant, wo die Grenze der Maschine liegt. Jetzt hängen 15 Gramm am Zughaken und wir sind gespannt, ob das die Maschine schafft. Denn bei den 14 Gramm vorher war sie ja schon in Schleuderbewegung geraten. Wir sehen, die Maschine ist an der Grenzlast angekommen mit Durchdrehen der Räder. So, 15 Gramm hat die Lok bewältigt. Wir haben jetzt noch 1 Gramm zugelegt auf 16 Gramm. Und hier sehen wir deutlich,
dass die Maschine doch schon Schwierigkeiten hat, dieses Gewicht normal zu bewältigen. Fazit: 15 Gramm gerade so und 14 Gramm mit Sicherheit in jedem Fall. So, das Ergebnis des Zugkrafttests hat es gezeigt, liebe Zuschauer. 16 Gramm waren in jedem Fall zu viel. 15 Gramm hat sie gerade so bewältigt, aber 14 Gramm sicher. Und das ist für so eine Maschine von der Größenordnung in der Baureihe N schon eine ganz beachtliche Leistung. Kommen wir zu unserem nächsten Versuch. Wir testen die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ermitteln wir wie immer mit unserer Lichtschranke von Märklin. Und das Digitalsystem ist die altbekannte Z21. So, wir ermitteln jetzt die geringste Geschwindigkeit mit der Fahrstufe 10. Die Fahrstufe 10 haben wir deswegen gewählt, wie bei den anderen Modellen, wo diese Maschine auch sicher anläuft. Kommen wir jetzt zum Ermitteln der mittleren Fahrgeschwindigkeit in der Fahrstufe 64. Jetzt ermitteln wir die Höchstgeschwindigkeit des Modells in der Fahrstufe 128. Das ist natürlich für dieses Modell entschieden zu schnell. Die Höchstgeschwindigkeit des Modells, die wir eben ermittelt haben, kann aber auch jeder Modellbahner in der CV5 sich selbst individuell festlegen. Das heißt also, in der CV5 kann er ebenfalls die Vorbildgeschwindigkeit entsprechend abspeichern, sodass das Modell tatsächlich die Geschwindigkeit fährt, die es auch im Original fährt, nämlich die 100 km/h. So, liebe Modellbahnfreunde, jetzt sind wir am Ende des Tests angekommen, der Gravita in Spur N von Brava. Und Zeit für ein Fazit. Ich hatte am Anfang schon gesagt, die Bedruckung auf der Schachtel ist etwas zu klein ausgefallen. Also da könnten die Brava-Leute schon noch etwas nachbessern und die Schrift etwas größer machen, dass auch die Leute, die Sehschwäche haben, das auch lesen können. Dann im Dreispitzsignal ist uns aufgefallen, dass die Ausleuchtung nicht vollständig sauber ausgeführt ist. Das heißt, die unten beiden Scheinwerfer sind etwas zu dunkel geraten. Und uns erschließt es sich nicht ganz, warum das Bremsgeräusch, was eigentlich dem Motorgeräusch zugeordnet werden sollte, manuell betätigt werden muss. Das sind die drei Dinge, die uns aufgefallen sind, die wir also meinen, vielleicht doch nochmal überlegenswert wären, nachzubessern. Ansonsten, das Modell ist überzeugt durch hervorragende Detaillierung, hat sehr gute Langsamfahreigenschaften, hat den Geschwindigkeitstest sehr gut erfüllt. Die Soundfunktion im Großen und Ganzen in Ordnung und auch da. Den Zugkrafttest mit gut bestanden. 14 Gramm an der Grenzlast ist schon ein ganz ordentliches Zuggewicht. Also für alle N-Bahner ein empfehlenswertes Modell.